Lamberg. Wo sind Sie? Im Schlafzimmer. Ich habe die Tür abgeschlossen. Sandra? Sandra? Er will hier rein. Sandra, mach die Tür auf. Lass mich rein. Sandra! Sandra! Lass mich rein! Sandra! 1231 für Düsselkomm. Düssel 1231 hört. 1231, Ihr Standort. Wir fahren über die Rheinkniebrücke in Richtung Oberkassel. 9123 folgt uns. 1231 verstanden. Wir haben Ihnen ein RTW und einen Notarzt geschickt. Düssel 1231 verstanden. Müssen Sie sich beeilen, bitte. Sandra, komm herauf. Sandra, mach die Tür auf. Bitte leg das Telefon auf und komm raus. Erzähl keine Scheiße. Komm, Sandra! Du sollst da raus! Komm da! Düssel 9123 für Hürth. 9123 für Sie zur Kenntnis. Der Ehemann soll sich noch im Haus befinden. Düssel verstanden, wir treffen in 3 Minuten ein. Bitte. Hör auf mit dem Scheiß. Komm raus. Komm, wir reden über alles. Komm. Polizei, öffnen Sie bitte die Tür. Machen Sie die Tür auf, Herr Lamberg! Herr Lamberg! Guten Abend. Benning, Kripo Düsseldorf, Herr Lamberg, ich muss Sie bitten, uns ins Haus zu lassen. Ach, hören Sie, dieser Anruf, das ist alles ein Irrtum. Meiner Frau geht's besser. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Zeit. Sie sind festgenommen. Hey, Moment mal, verlassen Sie sofort mein Haus. Frau Lamberg! Frau Lamberg! Was ist denn schon los? Frau Lamberg, die Polizei ist hier! Loslassen, verdammt normal, Frau Lamberg! Was soll das denn? Frau Lamberg! Ich habe überhaupt kein Recht, mich so zu behandeln! Frau Lamberg! Das hier ist privat, hören Sie! Das ist eine Familienangelegenheit! Die Polizei ist hier! Frau Lamberg! Frau Lamberg? Frau Lamberg, die Polizei ist hier. Frau Lamberg? Ist er weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Frau Weiß, haben Sie eine Minute? Tut mir leid, ich bin spät dran, Frau Kummer. Ich glaube, Sie wollen es trotzdem hören. Worum geht's denn? Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Wegen nächster Woche. Unsere Verhandlung im Fall Lamberg. Ich hoffe, in diesem Telefonat fiel das Wort Geständnis. Leider nein. Lamberg hat seinen Verteidiger gefeuert. Für die Verhandlung will er einen neuen. Und es fällt ihm jetzt ein, 8 Tage vor Verhandlungsbeginn. Na, der hat vielleicht Nerven. Offenbar ist da jetzt eine Berliner Kanzlei am Drücker. Aha. Wer genau? Absatz 3, 4, Punkt 0. Naturschutz und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung nur dafür, dass Gesetz, Art und Ausmaß der Eigentumsregel überführt werden. Zum Zwecke der Vergesellschaftung andere Formen der Gemeinschaft, der Gemeinwirtschaft, werden durch diesen Paragraphen
Ich weiß dein Angebot zu schätzen, Georg. Aber ich will das Mandat nicht haben. Genau deswegen solltest du es übernehmen. Bist du nicht zufrieden mit meiner Arbeit? Und du? Bist du zufrieden? Ich arbeite dran. Na, das sehe ich. Du sitzt im Konferenzraum wie ein Rennpferd, das sich bei den Ackergaunen im Stall versteckt. Das hast du aber hübsch gesagt. Wie lange willst du dein Talent noch vergeuden, Eva? Du bist nicht gemacht für Wirtschaftsrecht. Für diesen langweiligen Zahlensalat. Du musst zurück auf die Rennbahn, raus aus dem Stall. Gutes altes Strafrecht, Blut und Sperma. Dann mach du es doch, wenn du es so aufregend findest. Lamberg ist nicht nur ein Mandant. Er ist auch ein Freund. Ach, das wusste ich nicht. Und wir haben es mit einer Richterin zu tun. Einer Frau. Ich brauche dich vor Gericht, Eva, nicht im Konferenzraum. Und du brauchst es auch. Sonst ist es irgendwann zu spät für dich. Dass mir das Herz brechen würde. Du hast dein Herz? Das habe ich natürlich nur so gesagt. Sie ist ja. Ja, ja. Regina? Ich hab nichts mehr gefragt. Bin wieder da. Komm los. Ja. Ich sehe keinen Koffer. Sag bloß, du hast noch nicht gepackt. Ja, verstehe. Komm, los, fliege. Pronto, Milano. Es geht nicht, kann ich weg. Wie? Ja, den Fall kenne ich. Ach, das war auch die Kanzleisänger. Na, das kann ja heiter werden. Nein. Jetzt weiß ich wenigstens, mit wem ich es zu tun habe. Was ist mit den Akten? Wir sind schon im Hotel Percorrida, in unserem operativen Büro. Ihre Suite. Und Lamberg? Den treffen Sie morgen um 10 JVA Düsseldorf. Da ist unser Wagen. Die Dame fährt. Schade eigentlich. Wir könnten uns auf der Piazza in Mailand sitzen. Du hättest ohne mich fahren sollen. Die Idee war ein gemeinsames Wochenende. Gemeinsam. Sollen wir es im Lexikon nachschlagen? André, was soll ich denn machen? Diese Lamberg hat Leute angeheuert, die verdienen 500 Euro die Stunde und vergessen dafür, dass es sowas wie Anstand gibt. Wahrscheinlich hat er Angst vor dir. Sehr lustig. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass selbst die heilige Johanna von Orléans mal ein Wochenende freigenommen hat. In ihrem einsamen Kampf gegen das Unrecht der Welt. Das mag dir albern vorkommen, aber ich möchte dieser Frau nur sehr ungern erklären müssen, dass sie am Ende ihren Prozess verloren hat, nur weil ich, statt mich vorzubereiten, mit meinem Mann auf der Piazza in Mailand rumsitzen musste. Yeah.
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Reformvorschläge festgesetzt werden. Am Düsseldorfer Landgericht beginnt kommende Woche der Prozess gegen Werner Lamberg. Der Geschäftsführer des Softwareherstellers Lamtax wurde vor 4 Monaten in seinem Haus im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel festgenommen. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ehefrau unter massiver Gewaltanwendung vergewaltigt zu haben. Lamberg selbst bestreitet die Tatvorwürfe. Im Falle einer Verurteilung droht Lamberg eine Haftstrafe nicht unter 5 Jahren. Lamtax zählt zu den renommiertesten Unternehmen im Großraum Düsseldorf und beschäftigt mehrere 100 Mitarbeiter. Eva Hartmann, guten Tag. Lamberg, Tag. Ich soll Ihnen Grüße ausrichten von Georg Sänger. Wenn er es schafft, dann wird er nächste Woche zum Prozessbeginn hier sein. Aber Georg hat gesagt, er werde mich verteidigen. Das tut er, darum bin ich hier. Jetzt glaubt mir nicht mal mehr Georg. Statt selbst zu kommen, schickt er sein Mädchen. Wollen Sie sich nicht erst mal setzen? Hören Sie, ich sitze hier seit 4 Monaten. Ich habe Sandra überhaupt nichts getan. Herr Gott, ich war überhaupt nicht im Haus. Ich war joggen, ja? Und ich verlange einen Verteidiger, der mir glaubt. Sagen Sie mir jetzt nicht, dass Sie das tun. Das tun Sie nämlich nicht. Was ich glaube, das ist vollkommen irrelevant. Relevant ist allein die Frage, was das Gericht glaubt. Ja, packen Sie den Kram wieder ein. Hören Sie ab, los! Sagen Sie, Georg, wenn er wirklich mein Freund ist, soll er gefälligst hier antanzen. Hatten Sie mal einen Unfall? Was? Stellen Sie sich vor, Sie wurden angefahren und liegen jetzt völlig alleine auf der Landstraße. Sie haben Schmerzen, überall ist Blut. Wovon reden Sie überhaupt? Aber dann taucht plötzlich ein Freund auf. Der kniet sich neben Sie, nimmt Ihre Hand, das ist ein wunderbares Gefühl. Aber nach spätestens 3 Minuten werden Sie ihn anschreien, dass er jetzt gefälligst sein Telefon nehmen und den scheiß Notarzt rufen soll. Denn den brauchen Sie jetzt wirklich. Also einen, der eine Blutung stoppen kann und der Sie ins Krankenhaus schafft. Und der nicht eine Sekunde darüber nachdenkt, ob er Sie mag oder nicht oder was Sie getan oder gelassen haben. Und Sie haben recht, Herr Lamberg, ich bin nicht Ihre Freundin. Ich bin einfach nur der scheiß Notarzt. Nehmen Sie mich mit? Welcher Stock? Der 4 ist gut, danke. Zur Geschäftsstelle geht's links, Frau Hartmann. Dann sind Sie Frau Weiß. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Folgen Sie mir unauffällig. Es sei denn, es verstößt gegen Ihre Prinzipien, der Vorsitzenden Richterin zu folgen. Hier auf dem Flur ist das kein Problem. So, das sind alle neuen Unterlagen in der Strafsache Lamberg. Könnten Sie das gleich hier kopieren? Wir sind das Landgericht, kein Copyshop. Das Landgericht macht heute mal eine Ausnahme, Frau Scholz. Ja.
Danke, Frau Schulz. Danke. Ich hasse unnötigen Streit. Warum soll man sich das Leben schwerer machen als unbedingt nötig? Das sehe ich ganz genauso. Entschuldigung. Dann bin ich ja beruhigt. Ein Berliner Kollege hat mir gestern nämlich was ganz anderes erzählt. Es heißt, die Anwälte der Kanzlei Sänger pflegen einen ausgesprochen kriegerischen Tonfall vor Gericht. Aber haben Sie nicht eben von unnötigem Streit gesprochen? Damit meinen Sie ja sicher nicht die Tatsache, dass wir uns für unsere Mandanten einsetzen. Haben Sie Ihren Mandanten schon getroffen? Ja, heute Morgen. Und denken Sie, wir werden mit den angesetzten Verhandlungstagen auskommen? Das halte ich für ausgeschlossen. Aha. Aber 5 Tage sind 5 Tage, oder? Sehen Sie, darüber würde ich zum Beispiel nie mit Ihnen streiten. Wir haben 5 Verhandlungstage veranschlagt, weil Herr Lambergs früherer Verteidiger ein Geständnis in Aussicht gestellt hat. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Kein Problem. So, bitteschön. Danke, was schulde ich Ihnen? Nichts. Wir haben eine Spendenkasse fürs Kinderkrankenhaus. Kleiner habe ich es nicht. Bedienen Sie sich. Wechselgeld. Man muss Ihnen ja wirklich fürchterliche Dinge über unsere Kanzlei erzählt haben. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie hat mir gerade in vollendeter Höflichkeit den Krieg erklärt. Ich habe es befürchtet. Die werden auf alles schießen, was sich bewegt, bis von der Wahrheit nichts mehr übrig ist. Das wird schon. Der Beweislage gegen Lambert gebe ich 9 von 10 Punkten. Ach ja? Und wer sagt Ihnen, dass das reicht? Ist Eva. Na, Eva, wie läuft's? Ich habe gerade die vorsitzende Richterin getroffen. Sie hat ein Geständnis erwartet. Sie hasst mich jetzt schon. Das ist ja prima. Gute Arbeit. Je mehr sie dich hasst, umso weniger Hass hat sie für Lambert übrig. Danke, Georg. Das war jetzt wirklich sehr motivierend. Housekeeping. Mahlzeit. Kam eben per Kurier. Überlassen Sie das Kaffee holen bitte dem Hotel. Ich passe hier als Anwalt, nicht als Saftschubse. Ja, das habe ich befürchtet. Hier ist Lambergs Adressbuch. Telefonieren Sie die Leute durch. Lamberg sagt, dass seine Frau lügt. Also suchen wir nach allem, was seine Aussage stützt. Vielleicht hatte sie Liebhaber oder Geldsorgen. Im Idealfall finden wir jemanden, der eine psychische Störung attestiert. Gibt's dafür Anzeichen? Nein, aber es würde uns helfen, wenn es jemand behauptet. Natürlich. Lambert sagt, er sei zur Tatzeit joggen gewesen und dafür gäbe es auch einen Zeugen. Den zweiten Jogger auf dem Sportplatz. Gut, dass Sie die Akte kennen. Die Polizei hat ihn gesucht und nicht gefunden. Dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Noch Fragen? Ja. Was? Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Was sagt Ihr Bauchgefühl? Sie meinen, ich soll Lambert ein bisschen besser oder schlechter verteidigen wegen eines Bauchgefühls? Naja. Ich an Ihrer Stelle wüsste schon ganz gerne, woran ich bin. Es geht vorbei. Das glaube ich nicht. Thank you.
Du siehst so aus. Wie fühlt es sich an, wieder nach Front zu fahren? Hm? Kommst du mal mit rein? Ich dachte, ich nehme die Presse ab, wenn ich schon mal hier bin. Oder brauchst du mich im Saal? Nein, es sieht ja auch schlecht aus, wenn der Angeklagte mehr Anwälte hat als die Klägerin. Du bist erwartet. Lambert ist bei dir in besten Händen. Ich drücke dir die Daumen. Herr Sänger, wie sehen Sie die Chance, die Unschuld Ihres Mandanten vor Gericht zu beweisen? Wir sind zuversichtlich, dass Sie... Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Lamberg. Bitte Sie, die Kameras jetzt auszuschalten. Ich möchte die Sitzung eröffnen. Werner Lamberg, geboren 4. Mai 68. Was machen Sie beruflich? Ich bin Unternehmer. Unter anderem bin ich Mitbegründer und im Vorstand bei Lamtax. Software, richtig? Buchhaltungssoftware, ja. Wie hoch ist ungefähr Ihr monatliches Nettoeinkommen? Verzeihung, aber noch ist Herr Lamberg zu keiner Geldstrafe verurteilt. Herr Lamberg, ich stelle es Ihnen frei, diese Frage zu beantworten. In den letzten 5 Jahren lag mein Durchschnittsverdienst bei etwa 170.000 Euro. Ich meinte im Monat. Ja, ja, ich auch. Die Staatsanwaltschaft legt Werner Lamberg zur Last, am Abend des 7. April seine Frau Sandra Lamberg im Rahmen eines ehelichen Streits mit Schlägen und Tritten misshandelt zu haben. Anschließend zwang Herr Lamberg seine Frau mit Hilfe körperlicher Gewalt zur Ausübung sexueller Tätigkeiten inklusive Penetration. Frau Lamberg, Herr Kesinger hat Ihnen sicher erklärt, dass Sie während der Aussage Ihres Mannes nicht hier sein müssen. Ich bleibe. Herr Lamberg, möchten Sie sich zu den Vorwürfen äußern? Mein Mandant bestreitet die Tatvorwürfe und macht Gebrauch von seinem Recht, die Aussage zu verweigern. Ich bin unschuldig. Herr Lamberg? Sandra, ich habe dir immer alles zu Füßen gelegt, immer. Warum tust du mir das hier an? Herr Lamberg, wir haben das besprochen. Sandra, rede doch. Bitte rede mit mir, warum tust du mir das an? Das reicht dann jetzt, Herr Lamberg. Sie sprechen die Zeugin bitte nicht mehr an und setzen Sie sich. Wir sind hier nicht beim Gedichteaufsagen. Wissen Sie noch, was ich Ihnen über meine Arbeit erzählt habe? Ja, ich weiß. Dann lassen Sie sie mich bitte auch machen. Ich weiß nicht, wohin unser Glück verschwunden ist. Früher sind wir durch die halbe Welt zusammen. Aber je größer die Firma wurde, Werner war immer öfter weg. Und wenn er mal da war, war er doch nicht wirklich da. Und wenn ich ihm das sagte, wurde er jedes Mal wütender. Und am 3. Hochzeitstag langt er einfach über den Tisch. Das heißt, er hat sie geschlagen. Damals hat er sich noch entschuldigt. Aber eigentlich wollte er nur, dass ich funktioniere. Wie ein hübsches Spielzeug. Kam es danach wiederholt zu körperlicher Gewalt? Ja. Nur das mit dem Entschuldigen hat aufgehört.
Würde ich wohl ein Glas Wasser bekommen, geht das? Bringen Sie der Geschädigten bitte ein Glas Wasser. Verzeihung, aber da mein Mandant die Anschuldigung ausdrücklich zurückgewiesen hat, möchte ich bitten, von der vermeintlich Geschädigten zu sprechen. Was haben Sie da gerade gesagt? Frau Lamberg, in der Nacht der Tat waren Sie und Ihr Mann essen. Verzeihung, wir würden dann auch von der Nacht der vermeintlichen Tat sprechen. Frau Lamberg, was geschah in der Nacht vom 7. auf den 8. April? Wir waren essen mit Freunden, Hanni und Robert. Und danach, im Auto, da habe ich Werner dann gesagt, dass ich mich von ihm trennen werde. Und wir sind dann nach Hause und da hat er, also, er hat mich vom Esstisch bis zum Kamin durch das halbe Haus geprügelt. Ich muss Sie leider bitten, das für uns zu präzisieren. Wir waren gerade reingekommen. Da legte er mir die Hand auf den Hinterkopf. Ganz zart. Und dann schlug er meinen Kopf auf die Tischkante. Dann hat er mich gegen die Wand geknallt und geschrien, du Fotze, du vertrocknete Fotze. Er hat mich ins Wohnzimmer geschleift und dann... Ich habe mich erbrochen und als ich wieder zu mir kam, da war ich allein im Zimmer. Und was geschah dann? Ich habe Hanni angerufen. Sie hat gesagt, ich soll sofort zu ihr kommen. Ich lege also auf und suche meine Schuhe und da steht Werner plötzlich wieder vor mir und sagt, ich sag, wenn es vorbei ist. Und dann hat er mich. Wissen Sie, das Schlimmste, das war sein Blick. Als wollte er seinen ganzen Hass einfach in mich reinstopfen. Ziemlich überzeugend, was? Wenn man das so hört, das denkt sich doch keiner aus. Ja, Herr Anwalt hat Sie gut vorbereitet. Ich bin das Monster. Ich habe Sie geschlagen, getreten, gefickt. Bald werden mich alle für das Monster halten. Sie führen ein Leben, um das manche Frauen Sie beneiden würden. Sie haben einen reichen Mann, ein schönes Haus, Autos, Pferde. Und Sie müssen nicht mal arbeiten. Dass mich mein Mann misshandelt, das haben Sie aber schon mitbekommen, oder? Ich habe gehört, dass Sie das behaupten, ja. 5 Jahre lang. War das vielleicht gar nicht so schlimm? Wie bitte? Könnten Sie Ihre Provokationen bitte unterlassen, Frau Kollegin? Warum haben Sie Ihren Mann nicht einfach verlassen? Als ob das so einfach wäre. Weil ich kenne viele Frauen, die genau das tun. Die sind aber nicht mit Werner Lamberg verheiratet. Wie darf ich das verstehen? Er hat mich überredet, mein Studium abzubrechen. Du brauchst keinen Beruf, du hast doch mich. Das war genau, was er wollte. Mich klein machen, kontrollieren, in totale Abhängigkeit halten. Warum hat er mir denn sonst diesen Ehevertrag aufgezwungen? Mit Gütertrennung und allem Pipapo. Wieso weiß ich nicht so, wie es mich... Aber zu jeder Abhängigkeit gehören zwei, nicht wahr? Ein goldener Käfig und ein Vogel, der drin sitzen bleibt. Na und? Dann war ich eben ein kleiner, dummer Vogel. Das gibt ihm noch lange kein Recht, mich so zu behandeln. Aber es würde erklären, warum Sie in jener Nacht so wütend auf ihn waren, als er Ihnen im Auto sagte, dass er Sie verlassen würde. Nein, es war andersherum. Ich habe... Nein, Sie haben schon richtig verstanden. Ich glaube nicht, dass Sie sich von Ihrem Mann trennen wollten. Ich glaube, Sie haben sich in Ihrem Käfig ganz gut eingerichtet und er wollte sich von Ihnen trennen. Nicht Sie haben ihn wütend gemacht, er hat Sie wütend gemacht. Sie glauben, ich habe mir das alles hier einfach ausgedacht? Sie müssen darauf nicht eingehen. Und dann habe ich mich dann etwa ganz allein verdroschen und vergewaltigt. Was haben Sie gesagt? Ich rüge diese haltlosen Provokationen. Ich möchte diesen Ehevertrag zur Akte reichen. Fahren Sie fort. Wir verlesen das anschließend. Frau Lamberg, hätte Ihr Mann Sie von Ihnen getrennt, hätten Sie Ihr Haus weiter bewohnen können? Nein, natürlich nicht. Sie hätten also Ihre Reitpferde und die Autos verloren? Ja,
aber... Beantworten Sie bitte nur meine Frage. Im Fall einer Trennung, wie viel des gemeinsamen Vermögens hätte Ihnen zugestanden? Nichts. Und wenn diese Trennung aufgrund erwiesener Gewaltanwendung erfolgt, würde das den Ehevertrag aufheben? Ja. Danke, keine weiteren Fragen. Von diesem Ehevertrag stand nichts in der Akte. War das nicht die Akte mit den 9 von 10 Punkten? War doch klar, dass die irgendwas ausgraben. Wir werden das nicht ignorieren können. Ja, natürlich nicht. Aber wir werden uns davon auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Herr Dr. Herzberg, Sie wurden als psychologischer Gutachter gebeten, Frau Lambergs Aussage auf ihre Glaubhaftigkeit zu prüfen. Ja. Ich habe 6 ausführliche Tiefeninterviews mit Frau Lamberg geführt. Mit welchem Resultat? Nun, Frau Lamberg hat das Tatgeschehen immer wieder konsistent, emotional schlüssig und detailreich geschildert. Ich halte Ihre Aussage für absolut erlebnisfundiert. Sie verwirren mich. Die Verteidigung stellte eben die These einer Falschaussage in den Raum. Ausgeschlossen. Ein so komplexes Lügengebäude zu errichten mit falschen Spuren und Verletzungen und diese Lüge über Monate aufrechtzuerhalten, dafür ist Frau Lamberg eine viel zu emotionale und labile Persönlichkeit. Erkennen Sie immer, ob jemand die Wahrheit sagt? Ich behaupte, Anzeichen einer bewussten Lüge früher oder später zu erkennen, ja? Das heißt, es gibt auch Unbewusste? Natürlich. Im Falle psychischer Störungen. Zum Beispiel? Schizophrenie, wahnhafte oder Borderline-Störungen. Bei Menschen also, die nicht unterscheiden können zwischen Realität und ihrer eigenen Vorstellungswelt. Und diese Menschen, die leben in ihren eigenen Lügen? Nun, wir vermischen alle die Welt, wie sie ist, mit der Welt in unserem Kopf. Bei manchen Menschen geschieht das eben in krankhaftem Ausmaß. Also bis Sie glauben, Dinge erlebt zu haben, die so nie stattfanden, wie eine Vergewaltigung zum Beispiel? Es gibt Fälle, da ist das so, ja. Und treffen diese Störungen eher emotionale, labile Persönlichkeiten? Wenn Sie so wollen, ja. Danke, keine weiteren Fragen. Im Fall von Frau Lamberg aber... Danke, ich sagte keine weiteren Fragen. Ich habe 40 Stunden mit Frau Lamberg geredet. Glauben Sie mir, wenn sie an einer manifesten Persönlichkeitsstörung leidet, dann merke ich das. Sie haben den Gutachter vorgezogen. Ich wollte nur Ihrem Vorwurf einer Falschaussage nachgehen. Wir buchen Sie es unter Waffengleichheit. Es klingt, als wären wir im Krieg. Wiedersehen. Wiedersehen. Spät. Ich komme genau wie immer. Harter Tag? Diese Verteidigerin ist eine richtige Kettenhund. Klingt so, als würde sie ihren Job machen. Ach, darum geht's gar nicht. Es geht um das Wie. Sie wird wissen, wie schwer es ist, die Meinung einer Richterin zu ändern. Ich habe keine Meinung. Ich bilde mir eine Meinung. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Unterbewusst unterteilen wir Menschen, unsere Artgenossen, innerhalb von Sekundenbruchteilen in Gut und Böse. Das haben wir schon als Höhlenmenschen gelernt. Ja, aber irgendwann wurden aus den Höhlenmenschen ja auch mal Richter am Landgericht. Das sind Höhlenmenschen, die Jura studiert haben. Dann ziehen sie eine Robe an und wissen alles besser. Spar dir deine Klugscheißereien für deine Biologie-Erstsemester auf. Und wenn man sie dann hinterfragt, dann reagieren sie allergisch. Ich würde mich wirklich wahnsinnig gern mit dir weiter streiten, aber leider habe ich noch zu tun. Was hast denn du da eigentlich an? Man nennt es Anzug. Sowas trägt ein Mann, der seit Wochen mit seiner Frau zu einem wahnsinnig teuren Abendessen verabredet ist. Oder willst du das auch platzen lassen wie Mailand? Oh, verdammt. Gib mir 10 Minuten. 15!
Na prima. Na, wir hatten reserviert, weiß. Stimmt was nicht? Ein Augenblick. Ja, ausgerechnet wollte ich nicht hin. Einer muss ja für unser Recht auf Romantik kämpfen. Auch das noch. Das ist ja eine Überraschung. Guten Abend. Ja, ich bin André Weiß. Oh, das ist Frau Hartmann, Beteiligter Lamberg. Ach. Und das ist mein Mann. Sie sind das? Sie haben ja gar keine Hörner auf der Stirn. André, bitte. Soll ich Ihnen etwas anbieten? Nein, danke. Danke. Unsere Kommunikation sollte sich auf den Gerichtssaal beschränken. Der Vorschlag hätte auch von mir kommen können. Achten Sie mich auf die, das sind Juristen, wir nehmen drei Sekt. Warten Sie auch auf Ihren Tisch. Frau Hartmann ist hier, weil Herr und Frau Lamberg am 7. April hier gegessen haben. Am Fenster mit dem Ehepaarkoch. Oh, was für eine stimmungsvolle Überraschung. Ich hätte die absurde Hoffnung, dass man mal einen Abend verbringen kann, ohne über Mörder, Totschläge und Vergewaltiger zu reden. Wir können stattdessen über Unschuldige sprechen. Stimmt, die soll es auch geben. Wenn auch selten, wenn man ihrer Verurteilungsquote glaubt. Die haben sich informiert. Umgehört. Aha. Und was erzählt man sich so? Zum Beispiel, dass sie umso härtere Urteile verhängen, je höher das Einkommen des Angeklagten ist. Ach, das ist aber interessant. Wusstest du das? Wie erklären Sie sich diese Zahlen? Mit der unbewussten Übererfüllung des Wunsches nach Gerechtigkeit. Man empfindet das Dasein gewisser Großverdiener als ungerecht und bestraft sie deshalb umso härter. Solche Fakten sammelt nur, wer ausschließlich für Großverdiener arbeitet, wie die Kanzlei Sänger. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Manche dieser blasierten Lackaffen möchte man einfach von ihrem hohen Ross fallen sehen. Klatsch, mitten in den Dreck. Ja, ich verteile lieber angemessene Strafen, als den Gedanken zu ertragen, dass sich Menschen mit Geld und teuren Anwälten ihre Regeln einfach selber machen. Mir ist kein solcher Fall bekannt. Ach nein? Dann haben Sie es ja gut weggesteckt. Was letztes Jahr im Fall Bohrmann passiert ist, das waren doch Sie, oder nicht? Das heißt, der Fall habe Sie nicht nur Ihre Ehe gekostet, Sie hätten danach auch das Sexualstrafrecht an den Nagel gehängt. Wie Sie sehen, sind Sie nicht die Einzige, die gut informiert ist. So, hier ist die Kopie, um die Sie gebeten haben. Danke. Ihr Tisch wäre dann auch soweit. Oh, danke. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Wiedersehen. Was ist denn mit dem Fall Bohrmann? Warum warst du nur so grausam zu der armen Frau? Halt deine Augen fest, die kullern ihr sonst noch hinterher. Das ist die Erotik totaler Skrupellosigkeit. Und sowas macht dich an. Das kriege ich ja zu Hause nicht. In Berlin. War wichtig. Presse. Sehr hübsch, die Presse. Die ist müde aus. Soll ich noch ein bisschen bleiben? Herr Koch, Sie und Ihre Frau waren am Abend des 7. April mit den Lambergs essen. Wie haben Sie Herrn Lamberg an dem Abend erlebt? Wie immer, er wirkte gelöst und heiter. Er soll an dem Abend seine Frau vergewaltigt haben. In all den Jahren bei Lambergs habe ich Werner nie respektlos gegenüber einer Frau erlebt. Im Gegenteil. Erkennen Sie die Restaurantrechnung? Natürlich, die habe ich ja bezahlt. Ich hätte das Lamm, meine Frau und Sandra das Risotto. Und den Wein? Den haben Sandra, meine Frau und ich getrunken. Dann bleiben für Herrn Lamberg ein kleiner Salat und das Mineralwasser. Werner ist abends nie. Er geht jeden Abend laufen, 10 Kilometer. Jeden Abend? Bei Wind und Wetter. Und wollte er das auch am 7. April? Gleich nach dem Essen. Sandra hat noch Witze gemacht. Sie sagte, da trinke ich doch lieber noch einen, statt wie so ein Kaninchen um eine Wiese zu rennen. Täusche ich mich oder klingt das etwas abfällig? Das habe ich Werner auch gesagt.
Gleich nach dem Essen auf dem Parkplatz. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat gelächelt. Und gesagt, das macht ihm nichts aus. Sandra weiß es noch nicht, aber er wird sich von ihr scheiden lassen. Danke, keine weiteren Fragen. Robert, was um Gottes Willen redest du denn da? Es tut mir leid, Sandra, aber es ist, wie es ist. Herr Koch, bitte. Von diesem Gespräch auf dem Parkplatz haben Sie der Polizei gar nichts erzählt. Das ist mir in dem Trubel entfallen. Und wann ist es Ihnen wieder eingefallen? Als Ihnen klar wurde, dass Lambeck zum Bach runtergeht, sollte Herr Lambeck verurteilt werden? Und damit auch Ihre berufliche Existenz? Worauf wollen Sie hinaus? Ich? Auf die Wahrheit. Und Sie? Die Wahrheit. Sie vernichten hier Werner Lambeck. Das ist die Wahrheit. Sandra, ich weiß nicht, was bei euch zu Hause los ist. Aber bitte macht dir klar, was du uns hier allen antust. Und Sie halten sich bitte von der Zeugin fern, Herr Koch. Nach dem Essen fuhren wir nach Hause. Mein Mann ging zu Bett. Er hat Sandras Anruf gar nicht mehr mitbekommen. Was sagte Frau Lambeck am Telefon? Sie war völlig aufgelöst. Sie sagte, Werner habe sie bewusstlos geschlagen. Er habe sie vom Esstisch bis zum Kamin durch das halbe Haus geprügelt. Und was haben Sie darauf gesagt? Dass sie sich ins Auto setzen und zu mir kommen soll. Dann legten wir auf. Und dann? Ich wartete. Aber Sandra kam nicht. Irgendwann rief ich sie dann an, aber da war dann schon alles vorbei. Werner war verhaftet. Ich dachte nur, endlich. Wie meinen Sie das? Das sind so Blicke und Gesten, wie er sie zurechtweist, wie ein kleines Kind. Und wie sie sich da schon seit Jahren gefallen lässt. Ich glaube, Sandra hat schon lange Angst vor Werner. Hatten Sie je den Verdacht, dass Frau Lambeck häuslicher Gewalt ausgesetzt sein könnte? Sie hatte oft blaue Flecken und jedes Mal, wenn ich sie danach fragte, dann war es ein Reitunfall. Trotzdem pflegen Sie eine Freundschaft zu den Lambergs? Zu Sandra, ja. Werner ertrage ich nur, weil mein Mann sagt, das sei wichtig. Er wiederum ist ja Werners kleiner Mops. Hat Frau Lambeck Ihnen je von Übergriffen Ihres Mannes erzählt? Nein, Sandra hat nie von Werner gesprochen. Waren Sie schon mal Zeuge solcher Übergriffe? Ich war nie dabei, wenn er sie schlug, falls Sie das meinen. Haben Sie denn mal gesehen, wie Frau Lambeck vom Pferd gefallen ist? Solche Unfälle kommen im Gelände schon mal vor. Und hatte sie danach blaue Flecken? Natürlich. Sie haben also die blauen Flecken gesehen und sich ihren Teil dabei gedacht. Und warum sind Sie Frau Lambeck nach Ihrem Anruf nicht zur Hilfe gekommen? Was? Wenn Sie so sicher waren, dass Herr Lambeck seine Frau schlägt, warum sind Sie nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen oder selber hinzufahren? Ich habe die Gefahr vollkommen unterschätzt. Sie haben nach dem Anruf 62 Minuten vergehen lassen, bis Sie Frau Lambeck zurückriefen. Es war spät, ich war müde. Ich habe falsch reagiert. Es tut mir leid, nach so einem Anruf ist man hellwach. Und Sie haben in diesen 62 Minuten nicht mal Ihren Mann geweckt. Frau Hartmann, ich denke, Sie haben die Schuldgefühle der Zeugin jetzt ausreichend strapaziert. Moment, es geht hier um die Frage, warum die Zeugin Frau Lambergs Anruf nicht ernst nahm. Das habe ich. Neigt Ihre Freundin vielleicht zu hysterischen Übertreibungen und Sie hatten am Ende das Gefühl, sie hat diesen Anruf nur einstudiert? Frau Hartmann, das sind alles nur Spekulationen. Er hat mich vom Esstisch bis zum Kamin durch das halbe Haus geprügelt. Das waren Frau Lambergs Worte hier im Gericht, in der Nacht am Telefon und gegenüber der Polizei. Ja, das nennt man konsistentes Aussageverhalten. Das sind wortwörtliche Wiederholungen und damit klare Indizien für ein auswendig gelerntes Aussageverhalten. Sie wollen behaupten, dass Frau Lambeck diese Vergewaltigung nur inszeniert hat. Sie wissen aber schon, wie klein der Anteil falscher Beschuldigungen bei Vergewaltigungen ist. Er liegt bei 3%. Das ist nicht bewiesen. Und weder Sie noch ich wissen, ob wir dazugehören oder nicht. Der psychologische Gutachter sagte sehr deutlich, dass wir nicht dazugehören. Die Wiederholungen in Frau Lambergs Aussage sind ihm offensichtlich entgangen. Ich beantrage hiermit ein Zweitgutachten. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Dann möchte ich, dass das Gutachten selbst begutachtet wird. Und dann? Begutachten wir als nächstes das Gutachten des Gutachtens, bis Sie eins haben, das Ihnen gefällt? Das hat es alles schon gegeben. Nicht in meinem Gerichtssaal. Ich mag meine Prozesse gern kurz im Sinne aller Beteiligten. Haben Sie gerade kurzer Prozess gesagt, Frau Vorsitzende?
Da haben Sie aber Schwein gehabt. Wenn es so ein Gutachten ist, kostet Zeit. Und je länger der Prozess dauert, desto besser verdienen Sie am Schicksal dieser Menschen. Haben Sie schon mal verteidigt? Ich? Bedauere. Ich mache nur Opfer. Das ist alles so peinlich. Ehrlich? Bitte mal sagen, was peinlich ist. Alles kleiner Mops. Ist ja nicht noch ganz dicht. Bist du doch, oder? Und du spitzt dich ja auf, als wärst du dabei gewesen. Du warst aber nicht dabei. Keiner von uns ist dabei gewesen. Also hör auf, ihn zu verurteilen, nur weil du ihn nicht leiden kannst. Lass mich jetzt einfach in Ruhe, okay? Ja, dann würdest du etwas niemals tun. Du sagst mich jetzt niemals. Lass mich! Ein zweites Gutachten verzögert doch wieder alles. Wenn ich es ablehne, dann wirft sie mit Befangenheitsanträgen um sich. Wir regen uns jetzt mal ab und gucken uns die schöne Landschaft an. Wie so ein richtiges Ehepaar. Ja, schöne Landschaft. Meinst du eigentlich, du würdest dich genauso über die Verteidigung aufregen, wenn es ein Mann wäre? Was? Ich meine ja nur. Man vergisst das oft, aber du bist auch nur ein Mensch. Vielleicht nimmst du das alles längst viel zu persönlich. Prima. Stellst jetzt auch schon Befangenheitsanträge, ja? Lamberg sagt, er sei eine Stunde gelaufen. Das stimmt. Ich meine, er kann nicht hier laufen und zeitgleich seine Frau vergewaltigen. Haben Sie das Bild dabei? Anzug, Grasgrün, Schuhe, Orange. So ähnlich müsste der zweite Jogger ausgesehen haben. Dann machen Sie sich mal auf die Suche. Ich fange mal in der Nachbarschaft an, ja. Und erweitere dann den Radius. Ich höre die Dusche nicht mehr. Was? Ich glaube, er kommt. Lass mich rein. Frau Lamberg, wo sind Sie? Im Schlafzimmer. Ich habe die Tür abgeschlossen. Sandra! Sandra! Oh Gott, er will hier rein. Die Kollegen sind bereits unterwegs. Bleiben Sie bitte am Telefon. Sandra, nimm den Scheiß, hör auf! Bitte, Sie müssen sich beeilen, bitte. Nach unseren Erkenntnissen begann der Streit hier am Esszimmertisch. Dieser Handabdruck entstand, als Frau Lamberg ins Wohnzimmer gezerrt wurde. Dieser große Blutfleck hier während der folgenden Ohnmacht. Dieser hier während der Vergewaltigung. Die fand hier auf dem Teppich vor dem Kamin statt. Das bestätigen Hautfaser sowie Spermaspuren. Dieselben Spermaspuren fand die Rechtsmedizin bei einem Abstrich bei Frau Lamberg. Sie konnten eindeutig Herrn Lamberg zugeordnet werden. Deckt sich Ihre Spurenanalyse mit der Aussage von Frau Lamberg zum Tatgeschehen? Unsere Techniker haben nichts gefunden, was den Angaben von Frau Lamberg widersprechen würde. Der 7. April war nicht der erste Besuch der Polizei im Hause der Lambergs, richtig? Ja, es gab bereits einen Besuch 8 Wochen zuvor. Nachbarn hatten angerufen wegen heftiger Streitigkeiten. Sie waren damals auch vor Ort? Ja. Herr Lamberg wirkte erregt, Frau Lamberg auffallend schüchtern. Ich und meine Kollegen hatten den Eindruck, dass Gewalt im Spiel war. Und dass Frau Lamberg aus Furcht davor nicht darüber sprach. Das stelle ich mir äußerst frustrierend vor. Ein Mann schlägt seine Frau und sie können nicht helfen. Wie geht man damit um? Man hofft, dass das Opfer irgendwann aus der Deckung kommt. Oder der Täter den Bogen überspannt. So wie am 7. April. Gewissermaßen. Als Sie nach dem Notruf von Frau Lamberg losfuhren, womit haben Sie gerechnet? Wir hatten Anlass zu glauben, dass Herr Lamberg seiner Frau etwas antut. Und haben Sie diese Voreingenommenheit während der Ermittlung je wieder abgelegt? Wieso Voreingenommenheit? Wenn Sie schon auf der Anfahrt wussten, wer der Täter und wer das Opfer ist. Die Situation am Tatort ließ keine andere Interpretation zu. Wirklich nicht? Um seine Sicht der Dinge zu schildern, habe ich Herrn Lamberg gebeten, auf sein Recht der Aussageverweigerung zu verzichten. Also,
Nach dem Restaurant, im Auto. Da sagte ich Sandra, dass ich mich trennen würde. Zuerst war sie ganz still, aber zu Hause hat sie mich dann angeschrien und dann geweint. Sie tat mir leid und ich kann es nicht gut sehen, wenn sie weint. Ich wollte dann laufen gehen. Aber als ich gerade los will, da steht Sandra plötzlich vor mir und sagt, schlaf mit mir, jetzt, bitte. Ich wollte es nicht, aber naja, wir schliefen zusammen vor dem Kamin im Wohnzimmer. Aber das war falsch. Ich tat es, weil, naja, aus Schuldgefühl. Ich glaube, Sandra hat das auch gemerkt, war nach wenigen Minuten fertig. Dann bin ich zum Sportplatz. Waren Sie dort allein? Nein. Aber die ganze Stunde noch ein zweiter Läufer. Kannten Sie den Mann? Hab ihn nie zuvor gesehen, nein. Und was passierte, als Sie nach Hause kamen? Ich komme rein und da ist Blut. Auf dem Teppich, auf dem Tisch, im Wohnzimmer, überall. Alles ist durcheinander. Und Sandra steht plötzlich da, Blut überströmt, furchtbar. Und ich, Gott, was ist passiert? Da sagt sie zu mir, du hast mich vergewaltigt. Hanni, habe ich schon angerufen und jetzt rufe ich die Polizei. Ich war sprachlos, fassungslos. Ich habe sie dann angebrüllt. Sie hat zurückgebrüllt und es ging ewig. Und am Ende hat sie wieder geweint und dann bin ich unter die Dusche. Als ich rauskomme aus der Dusche, mit dem Bademantel überziehe, da höre ich plötzlich, wie Sandra im Schlafzimmer mit der Polizei telefoniert. Ich bin natürlich sofort dahin. Ich war wütend. Ich habe versucht, ins Schlafzimmer zu kommen. Ans Telefon, um das richtig zu stellen bei der Polizei. Und in dem Moment klingelt es und die Polizei war da. Also Herr Benning. Herr Benning, fanden Sie es nicht seltsam, dass Frau Lamberg das Haus nicht einfach verlassen hat? Ihr Mann hat geduscht, sie hätte jederzeit gehen können. Doch statt den vermeintlichen Tatort zu verlassen, schließt sie sich ein. Warum? Menschen tun seltsame Dinge, wenn sie Angst haben. Und es reicht Ihnen als Erklärung? Ja, allerdings. Die Blutspuren im Haus, beweisen die, dass Herr Lamberg zur Zeit ihrer Entstehung anwesend war? Natürlich nicht. Ließ sich feststellen, wer das Haus verwüstet hat? Wenn Opfer und Täter in einer Wohnung zusammenwohnen, findet man natürlich von beiden Fasern und Fingerabdrücke. Lässt sich anhand der Spermaspuren ablesen, ob es sich um einvernehmlichen oder erzwungenen Sex gehandelt hat? Nicht allein anhand der Spuren. Wann haben Sie zum ersten Mal nach diesem Mann gesucht? Das weiß ich nicht mehr. Ich aber. 38 Stunden nach Herr Lambergs Festnahme. In der Nacht hatten wir wirklich andere Sorgen. Naja, das stimmt. Statt sich um das Alibi Ihres Täters zu kümmern, haben Sie mit einer Journalistin telefoniert und auf ein Kamerateam gewartet. Dennis Lamtax wurde vor 4 Monaten in seinem Haus im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel festgenommen. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ehefrau unter massiver Gewaltanwendung vergewaltigt. Ich nenne sowas öffentliche Vorverurteilung. Und Sie? Das lassen wir nicht beten. Herr Benning, bitte. Seit 20 Jahren darf ich immer wieder zusehen, wie vor Gericht die Tatsachen verdreht werden. Herr Benning, jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Ich war mit Frau Lamberg selber beim Rechtsmediziner. Wissen Sie, was der gesagt hat? Sowas tut sich keiner selber an. Solche Hämatome kann man nicht herbeizaubern. In Ermangelung ausreichender Vorbereitungszeit war ich so frei, das an mir selbst auszuprobieren. Wie, Sie haben sich das selbst zugefügt? Ja, ich wollte wissen, ob es möglich ist. Und es ist möglich, mit Hilfe eines Medikaments, das die Blutgerinnung hemmt. Mir liegen hier 2 Gutachten vor, die das bestätigen. Sekunde, mit Hilfe eines Medikaments? Frau Lamberg hat ihren Vater bis zu seinem Tod gepflegt. Der lebt unter chronischen Thrombosen. Und sie hat ihm die Spritzen selbst verabreicht. Also, sie kann damit umgehen. Und wo kommt Ihrer Meinung nach das Blut her? Wer in der Lage ist, sich Hämatome zuzufügen, der kann sich auch blutige Verletzungen beibringen. Ich bitte Sie, Frau Kollegin, was sollen denn diese haltlosen Unterstellungen? Angesichts der uneindeutigen Spurenlage halte ich den dringenden Tatverdacht gegen meinen Mandanten für unhaltbar und beantrage hiermit die Aufhebung des Haftbefehls.
Alles in Ordnung? Frau Lamberg? Bitte. Lassen Sie es bitte durch. Danke. Lassen Sie es bitte durch. Wie nennen Sie sowas? Kollateralschaden? Wir hatten mal eine Umfrage unter Richtern. Angenommen, die eigene Tochter wird vergewaltigt. Wer würde vor Gericht ziehen und wer nicht? Am Ende stand es 80-20. Dagegen. Ich kann einer Zeugin die Konfrontation nicht ersparen. Und ich weigere mich zu akzeptieren, dass Menschen zwangsläufig vor Gericht zerrieben werden. Im Fall Lamberg wird jedenfalls nicht dasselbe passieren wie im Fall Bormann. Dieser Bormann hat es Ihnen ja angetan. Das war doch auch ein Geschäftsmann, oder? Und das vermeintliche Opfer, die eigene Stieftochter. Danke, ich erinnere mich. Nach 4 Tagen vor Gericht nimmt sich die Stieftochter das Leben, der Mann kommt mangels Beweisen frei und tötet eine Prostituierte, die er zuvor frisiert und angezogen hat wie seine Stieftochter. Und Sie wollen mir erzählen, dass man sich da nicht manchmal fühlt wie ein schäbiger Handlanger? Ich kann den Menschen leider nicht in die Köpfe reinschauen. Ich auch nicht. Aber ich muss am Ende entscheiden, während Sie sich für jede Entscheidung drücken. Sie waren ja nicht dabei. Also ist alles möglich. Das ist toll. Da kann man machen, was man will. Und muss am Ende für nichts die Verantwortung übernehmen. Bleiben Sie bescheiden. Machen Sie keine Siegesgesten. Sie sind ein gestrafter Mann, dem ein Stück Gerechtigkeit widerfahren ist. Klar. Bin ich auch. Deshalb wurde heute der Haftbefehl gegen Werner Lamberg aufgehoben. Mein Mandant möchte zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben. Allerdings sehen wir in der Aufhebung des Haftbefehls einen wichtigen Schritt zur überfälligen Rehabilitierung meines Mandanten vor. Ob die Aufhebung des Haftbefehls als ein Signal für einen möglichen Freispruch Lambergs zu bewerten ist, bleibt Spekulation. Die Ehefrau des Angeklagten erlitt einen Zusammenbruch und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Unklar ist, ob sie weiter an der Verhandlung teilnehmen wird. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Was mache ich jetzt mit dieser Beobachtung? Ich könnte dich zu meinem Beisitzer machen. Und dann guckst du die Angeklagten an und sagst mir einfach, ob die schuldig aussehen oder unschuldig. Katharina, du verwechselst mich. Du bist nicht auf mich wütend. Du bist wütend, weil dir diese Anwältin auf den Kopf rumtanzt. Ja. Und irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass dich das freut. Jetzt, wo du es sagst. Du gibst es auch noch zu. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass du mal ausgebremst wirst auf deinen Feldzügen. Das ist eine ganz verbissene, ehrgeizige Karrieretante. Ach, komm. Wenn du Anwältin wärst, dann wärst du genauso. Nee, da täuschst du dich. Du meinst das wirklich ernst, oder? Du glaubst wirklich, du bist der bessere Mensch. Die anderen, die sind das moralisch minderwertige Fußvolk. Meine Güte, deine Selbstgerechtigkeit, die geht mir vielleicht auf die Nerven. Selbstgerechtigkeit? Ja. Du bist für das Recht zuständig und das Unrecht, das machen die anderen. Und wenn du mal einen Fehler machst, dann wird das ignoriert, wie bei dem, Weininger. 5 Jahre hat der Mann deinetwegen gesessen, bis klar war, dass das ein Fehlurteil war. Dein Fehlurteil. Und du hast nie ein einziges Wort darüber verloren, dass du ein Leben ruiniert hast. Sie dürfen sich Ihrer Frau nicht nähern und Sie müssen sich 2-mal pro Woche bei der Polizei melden. Kommen Sie noch mit rein? Ich habe noch zu tun. Ich meine, nur weil Sie jetzt wieder zu Hause schlafen, haben wir noch lange keinen Freispruch. Bitte tun Sie mir das nicht an. Lassen Sie mich da jetzt nicht alleine reingehen.
Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Danke. Alles weg hier. Ein Wein habe ich noch. Wollen Sie lieber Wein oder Kaffee? Gekündigt. Also, ist doch gar nichts passiert. Also. Wein, Kaffee? Mit Sojamilch vielleicht? Nichts, danke. Schwer, das Scheißding. Mach mal bitte die Tür auf. Ach, tausend, allein der Teppich. Nein, ist alles scheißegal. Hier, da drüben. Herr Professor Klinker. Ein altlinker Kunstsack. Aber wenn es nebenan mal lauter wird, ja, dann ruft er gleich die Staatsmacht. Herr Klinker, du blödes Arschloch, du! Herr Lamberg, bitte. Ah, Entschuldigung. Gut, dass Sie da sind. Ich bin ja total unzurechnungsfähig. Jetzt sehe ich wenigstens den scheiß Teppich nicht mehr und den scheiß Klinker. Muss auch keiner wissen, dass der Vergewaltiger wieder zu Hause ist. Wollen Sie doch einen Kaffee? Nein, wirklich, ich fahre jetzt. Falsches Übel. Hier, kommen Sie mal her. Sehen Sie sich das an. Sandra hat den Fernseher mitgenommen. Ich sitze im Knast und Sandra lässt den Fernseher abholen. Scheiße. Jetzt kann ich das ganze Haus durchzählen. Wir sehen uns dann morgen, Herr Lamberg. Wir machen die fertig. Ich sag Ihnen, die machen wir richtig fertig. Diese alte, vertrocknete Fotze. Diese Fotze, bescheuert. Alte Fotze. Was glaubt ihr eigentlich? Oh Mann, die blöde Schlampe. Wieder zu Hause. Glückwunsch aus Berlin. Toll, mit Ihnen zu feiern, der reinste Wahnsinn. Ja, du bitte. Guten Morgen, Frau Weich. Wunderbarer Morgen. Haben Sie schon gehört? Hat Käsinger Sie erreicht? Käsinger? Wieso? Ich habe drüber nachgedacht. Wenn das alles hier vorbei ist, bei Landtags gibt es immer einen Platz für eine schneidige Juristin. Ja, dann klar, erstmal müssen Sie mich hier natürlich raushauen.
Haben Sie gehört? Ich habe gerade gesagt, raushauen. Ich heiße Annette Hollenkamp und ich war bis vor 15 Monaten Herrn Lambergs Assistentin. Außerdem unterhielten wir eine sexuelle Beziehung. Herr Lamberg hat mir erzählt, dass er seit Jahren nicht mehr mit seiner Frau schlafen könne. Er hat gesagt, sie machen nur Blümchensex und wer fickt schon gerne Bambi, hat er gesagt. Ich bitte um Ausschluss der Öffentlichkeit. Es geht hier um das Intimleben eines Mandanten. Warum sollte Herr Lamberg diesen Schutz genießen? Fahren Sie bitte fort. Wir haben uns in 4 Wochen 17 Mal getroffen. Am Anfang war es lustig. Aber dann mit der Zeit diese ewigen Schimpfwörter und Unterwerfungsspiele. Das lief am Ende immer nur auf das Gleiche hinaus. Da habe ich gesagt, das war nett, aber wir lassen das jetzt mal. Sie haben die Beziehung beendet. Ja. Und da hat er hat meinen Kopf genommen und gegen die Wand geknallt. Und er hat gesagt, ich sag, wenn es vorbei ist. War das der genaue Wortlaut? Er hat mir eine Heidenangst eingejagt. Er war so unglaublich wütend. Er hat mich festgehalten, aber ich habe mich losmachen können und bin dann weg. Warum haben Sie diesen Übergriff nicht zur Anzeige gebracht? Und dann, das alles hier, es passiert sowieso nichts, nein, danke. Aber jetzt sitzen Sie trotzdem hier. Warum? Ich habe Sie im Fernsehen gesehen und ich dachte, wenn ich mutiger gewesen wäre, vielleicht wäre ihr das Ganze hier erspart geblieben. Gut. Dann lassen Sie uns alles noch mal durchgehen. Stürch? Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass sich auch bei mir ein Geständnis strafmildernd auswirkt. Was stellen Sie sich denn vor? Die schwere Vergewaltigung könnte man auch als einfache Vergewaltigung werten. Geständnis, strafmildernd, das nennen Sie ein faires Angebot? Es ist eine Tür, durch die man gehen kann. Was soll ich denn bitte schön gestehen? Sie sollen mich hier rausholen, dafür bezahle ich Sie schließlich. Die Zeugin hat soeben ihre Glaubwürdigkeit zerstört. Ich bin Anwältin, zaubern kann ich nicht. Warum taucht die überhaupt hier auf? Jörg hat mir fest zugesagt, dass diese Frau nie vor Gericht erscheint. Was? Ich gehe auf gar keinen Fall zurück in den Knast. Vorher knall ich mir eine Kugel in den Kopf. Hallo? André? Ich habe Hallo gesagt. Ja. Hallo. Hast du deine Jacke an? Ist dir kalt? Weil ich gleich gehe. Echt? Ich hab gedacht, wir kochen vielleicht was. Gemeinsam. Ich bin ständig wütend auf dich. Und dann bin ich wütend auf mich. Ich will aber nicht mehr wütend sein. Weißt du, wir sind einfach nicht mehr die Leute, die wir mal sein wollten. Aber das kriegen wir doch wieder hin. Das ist die Nummer vom Uni-Gästehaus. Entschuldige, bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Tja, nicht gut gelaufen heute, was? Tut mir leid, ich hätte dich warnen müssen.
Du hast Annette Hollenkamp im Hotel getroffen. Warum? Komm. Ist egal. Ist passiert. Lass uns lieber zusehen, wie wir den Karren wieder flott kriegen. Hast du ihr Geld geboten, damit sie nicht aussagt? Ich habe ihr nur klar gemacht, dass es keine Aussageverpflichtung gibt. Konnte ich denn ahnen, dass sie plötzlich doch noch einen moralischen kriegt? Die Kanzlei Sänger kauft also neuerdings Zeugen. Bitte, Eva. Dann spiel hier nicht die Unschuld voneinander. Womit verdienen wir denn unser Geld? Doch nicht mit Vergewaltigung. Wir verdienen es mit den öden, aber sehr einträglichen Wirtschaftsprozessen, die dich so langweilen. Weil ich Freunde wie Lamberg habe. Und wenn mal wieder irgendeine Tippse meint, sie müsste ihm eins auswischen, dann helfe ich ihm. Hast du gerade mal wieder gesagt? Keine Angst. Keiner von denen wird vor Gericht auftauchen. Wie viele? Das ist irrelevant. Georg? 3. Kleinkram, Jahre her. Alle wollen den Boss pimpern und wenn es dann schief geht, dann schreien sie sexuelle Belästigung. Deshalb wolltest du ihn nicht verteidigen. Nicht, weil er dein Freund ist, sondern weil du zu viel über ihn weißt. Weil du sein kleiner Ausputzer bist. Eva, wir können nicht nur nette Menschen verteidigen. Lamberg ist ein Schmierlappen, ein Weiberheld. Heißt noch lange nicht, dass das war. So, und jetzt lass uns bitte ernsthaft miteinander reden. Wir können diesen Fall immer noch gewinnen. Vielleicht will ich das gar nicht mehr. Ich sollte nicht hier sein, aber ich wusste nicht, wohin. Ist irgendwas mit Frau Lamberg? Ja. Nein, es geht um diese 62 Minuten. Was? In der Nacht nach Sandras Anruf. Die Verteidigerin hatte recht. Ich habe 62 Minuten lang nichts getan. Und jetzt machen Sie Vorwürfe? Nein. Es ist... Kann ich vielleicht reinkommen? Ich musste das alles aufschreiben. Ging nicht anders. Es gibt einen Grund, warum ich nichts getan habe. Setzen Sie sich. Was ist das? Schauen Sie rein. Ist es relevant? Um das zu wissen, müssen Sie es aufmachen und lesen. Gut. Ich erzähl's Ihnen. Im Sommer vor 2 Jahren klingelt bei Hanni Koch das Telefon. Sandra Lamberg ist dran. Bittet sie, sofort zu kommen. Hanni Koch fährt also hin. Sandra Lamberg öffnet die Tür. Ihr Kleid ist zerrissen, sie blutet, hat überall blaue Flecken. Und im Haus ein totales Durcheinander. In der Küche Blut. Und Sandra Lamberg fängt an zu weinen und erzählt, ihr Mann habe sie vor einer Stunde gegen den Küchenblock geknallt, geschlagen und vergewaltigt. Hanni Koch ruft ihren Mann an, Robert. Der ist gerade auf einer Messe in London. Ohne ihm zu sagen, worum es geht, bittet sie ihn, sofort nach Hause zu kommen.
Und er sagt, ich kann hier nicht weg, Werner braucht mich hier. Wie sich nämlich herausstellt, sind Robert Koch und Werner Lambeck gemeinsam in London. Und von der Stunde, da hatten sie gerade gemeinsam eine Pressekonferenz gegeben. Hanni Koch ist nach Hause gefahren. Sie hat weder mit ihrem Mann noch mit Sandra Lambeck je wieder über diesen Vorfall gesprochen. Und jetzt wissen Sie, warum Frau Koch nach dem Anruf am 7. April 62 Minuten lang nichts unternommen hat. Sie hat ihr nicht geglaubt. Sie glaubt, Sandra Lambeck ist der unglücklichste Mensch der Welt. Und dass jemand sie schlägt und wie Dreck behandelt. Und dass er sie vielleicht wirklich mal vergewaltigt hat. Aber nicht in dieser Nacht. Sie wollte ihr helfen mit ihrer Aussage? Bis sie kam, nur nach den 62 Minuten fragten. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine ziemlich gute Verteidigerin. Und was jetzt? Sie sagen artig Danke und bringen das da vor Gericht. Sie bekommen ein neues Gutachten und erledigen mit dieser Geschichte die Glaubwürdigkeit von Sandra Lambeck. Und Lambeck geht als freier Mann nach Hause. Aber vielleicht hat sie diesmal nicht gelogen. Ja, vielleicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Als Richterin bleibt mir gar keine Wahl. Wir haben einen Angeklagten, dem man alles zutraut, aber nichts beweisen kann. Und wir haben eine Zeugin, der man gerne glauben würde, aber nicht mehr glauben darf. Im Zweifel für den Angeklagten. Und Sie und ich, wir werden nie erfahren, was am 7. April geschah. Wenn Sie auch noch was wollen, müssen Sie sich ranhalten. Warum sind Sie damit zu mir gekommen? Ich glaube, ich wollte es hinter mich bringen, Ihren Triumph miterleben zu müssen. Da muss ich Sie enttäuschen. Sie gefährden mein Weltbild. So, ich gehe jetzt nach Hause. Wenn Sie irgendwem erzählen, dass ich hier war, haben Ihre Kollegen nie mehr Angst vor mir. Wiedersehen, Frau Hartmann. Und jetzt? Was meinen Sie? Ja, war es oder war es nicht? Sagen Sie es mir. Ich? Wieso ich? Ich bin Anwalt. Was interessiert mich die Wahrheit? Ihnen steht eine große Zukunft bevor. Ich hatte eine gute Lehrerin. Das sollten wir feiern. Lassen wir es krachen.
Glauben Sie eigentlich, ich würde mir das alles hier antun, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Es gehört zu meinem Beruf, auch das für möglich zu halten. Es tut mir leid, das meine ich wirklich so. Wir fahren fort in der Strafsache Lamberg. Gibt es irgendwelche neuen Anträge? Von Seiten der Staatsanwaltschaft keine neuen Anträge. Von uns auch nicht, danke. Die Verteidigung? Frau Hartmann? Ich möchte das hier zur Akte reichen und beantrage die erneute Vernehmung der Zeugin Koch. Keine Fragen. Kein Kommentar. Respektieren Sie das bitte. Herr Lamberg, haben Sie mit der Entscheidung des Gerichts... Wir freuen uns mit Herrn Lamberg über den Freispruch und seine Rehabilitierung. Und wir wünschen Ihnen, dass er nun auch die immensen menschlichen Verletzungen gut verarbeiten wird. Dankeschön. Du wenigstens so, als wärst du überrascht. Ich bin überrascht. Bist du nicht? Doch, bin ich. Wirklich. Das sagst du nur so. Nein, André, da irrst du dich. Ich irre mich. Und wer entscheidet das, du wieder? Ja, allerdings. Ja, wunderbar, dann ist ja alles gut. Bleibst du jetzt, oder ist es nur so? Ich bin noch da. Gut. So. Ja, gut, ich melde mich. Alle rein in die gute Stube. Und? Bist du dabei? Nein, danke. Ah, stimmt. Sie ist ja die Notärztin. Und Sie, vielen Dank. Sie wissen ja, mein Angebot steht. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns morgen in Berlin in alter Frische. Thank you.